dem Video geht es um die Eraser Kingman 11mm Paintball. Ja, einer von meinen Hunden ist auch sehr interessiert, wie man sieht. Ist halt einer Pistole nachempfunden. Tschick, tschick. So sieht das gute Stück aus. Ja, ist auch überwiegend aus Metall, ist auch wirklich, wirklich ganz schön schwer. Ich weiß nicht, wie schwer jetzt im Genauen, aber gesund schwer. Hier unten hat man dann für die Gaskartusche einmal zack. Und hier für die Paintballs bzw. Rubberballs oder was auch immer das Magazin. Dann einfach nur zack durchladen, was man eigentlich ja nicht macht, aber zack, schießt. Was genau, wie viel Balls ins Magazin kommen und alle Spezifikationen einfach im Internet nachlesen. Ich weiß nicht, hab die jetzt schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob es die noch zu kaufen gibt. Auf jeden Fall ist sie schon mal richtig, richtig nice und sieht auch richtig, wirklich gut aus. Ich habe die auch erst ein paar Mal geschossen, weil ich leider nicht zu meinem Hobby komme. Ach, weil man zu viele Hobbys hat und dann noch Hunde und so ist das Leben nun mal, ne? Ja, wenigstens, ja, ist alles gut. Lasst mir einfach, abonniert meinen Kanal oder schreibt mir ein negatives Kommentar oder ein positives Kommentar oder Daumen hoch, Daumen runter, ist alles cool. Ich wollte euch nur mal das Ding zeigen, dann könnt ihr euch die mal so aus der Nähe angucken und wenn er aus der Nähe kommt und natürlich schon dementsprechend alt seid, dass ihr das schießen dürft, dann sagt mir Bescheid, kann man sich treffen, guckt euch das Ding an und dann könnt ihr das Teil mal probeschießen. Ich wünsche euch noch einen schönen, entspannten Tag. Bis dann.